Als erste Rednerin haben wir jetzt hier Cornelia Otto von der Piratenpartei Berlin. Und du bist hier Spitzenkandidatin, richtig? Genau. Okay. Dann viel Spaß. Ja, hallo. Ja, wir stehen mal wieder heute hier vorm Brandenburger Tor. Again. Und so, wir gucken erstmal, dass das mit dem Ton klappt. Ja, wir stehen schon wieder heute hier. Ich finde, das ist ein Skandal als solcher. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, weil es ist jetzt auch schon die zigfachste Rede und ich habe das Gefühl, wir haben so viel gesagt und irgendwie ist alles gesagt, aber irgendwie passiert nichts. Und das Ganze, wie das abgelaufen ist, wie wir damit umgehen, das lässt mich momentan wirklich zurück mit einer Fassungslosigkeit, die ich überhaupt nicht mehr in Worte fassen kann. Wir leben inzwischen in einer Welt, die selbst Orwells 1984 und Aldous Huxleys Schöne neue Welt in den Schatten stellt. Und was nach dieser Fassungslosigkeit der letzten Wochen geblieben ist, ist eine Wut über die Dreistigkeit, mit der hier unsere Bürgerrechte vom Tisch gefegt werden. Bravo! Und auch eine Wut über diese Unterwürfigkeit der Politik im Umgang mit diesem Skandal. Aber auch eine Wut auf mich, auf uns, dass wir darüber, dass wir das zugelassen haben, dass wir den Regierungen vertraut haben, anstatt sie zu kontrollieren und sie zu hinterfragen. Eine Wut darauf, dass wir geglaubt haben, dass die Politik sich auch an die Grundrechte hält. Immer öfter aber weicht diese Wut einem anderen Gefühl, das noch viel gefährlicher ist als die Wut, nämlich Hilflosigkeit. Ich glaube, jeder hier hat es in den vergangenen Monaten selbst erlebt. Die Antworten von den Menschen, die dastehen und nicht wissen, ob sie es fassen können, diese Hilflosigkeit. Und dann dieser Satz, ich habe doch gar nichts zu verbergen. Und was wollen die denn mit meinen Daten? Und was sollen wir schon dagegen ausrichten? Ja, wir alle haben was zu verbergen. Und ja, wir können etwas tun. Vorgestern Abend hat Edward Snowden das geheime Budget der Geheimdienste veröffentlicht und damit deutlich gemacht, dass selbst milliardenschwere Institutionen der Unterdrückung von einem einzelnen Menschen mit Rückgrat und Mut aufgedeckt werden können. Daher sage ich, ist es falsch, jetzt ein Bild der Hoffnungslosigkeit zu zeichnen. Denn wir können etwas tun und wir müssen etwas tun. Ja, der Gegner mag vielleicht übermächtig wirken, aber das heißt nicht, dass der Widerstand aussichtslos ist. Wir heute sind hier, um Widerstand zu leisten. Wir sind hier, um laut zu sein und um zu sagen, nicht mit uns. Wir stellen uns gegen die systematische Aushöhlung und Beschneidung unserer Grundrechte und unserer Freiheit und unserer Regierung und allen voran Herr Pofalla, der die Affäre für beendet erklärt hat. Ich sage, nichts ist beendet. Und Präsident Obama, der auch gerade weitermacht, dem sage ich, geben Sie Ihren Friedensnobelpreis zurück. Oder noch besser, übergeben Sie ihn an Manning oder Snowden, denn im Gegensatz zu Ihnen haben die ihn wenigstens verdient. Und Herr Gauck, Frau Merkel und Herr Westerwelle, setzen Sie sich endlich für ein Ende der Affäre und für den Schutz von Whistleblowern wie Snowden ein. Ihr taktieren
ist eine schallende Ohrfeige für uns, unsere Freiheit und unseren Rechtsstaat. Gerade Sie, Frau Merkel und Herr Gauck, sollten doch wissen, wie sich Überwachung per Generalverdacht anfühlt. Es ist eine Bankrotterklärung an unser System, dass ein Mann wie Snowden in einem Staat wie Russland Asyl suchen muss, weil wir es ihm verwehren. Es reicht. Es reicht. Wir werden so lange laut Widerstand leisten, bis unsere Stimme durch die Festmauern eurer Ignoranz durchdringt. Und wir werden euch daran erinnern, dass wir das Volk der Souveränen sind und nicht ihr. Daher sage ich, stoppt den Überwachungswahn jetzt! Dankeschön.